Yo, Peace, Freunde. Was geht ab? Ich stehe gar nicht in meinem Haus. Warte, das machen wir nochmal neu. Hey, zwei Häuser. Ja, Leute, wenn wir ja schon hier ein Haus haben, müssen wir das ja vom Pfarrhaus auch würdigen. So, Peace, Freunde. Was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute natürlich wieder zusammen in Notruf Emden. Und ich wünsche euch richtig viel Spaß bei dem Video. Wir werden heute mal die anderen... Ich bin noch voll kriminell. Habe ich ihm gerade eine Ansage gemacht damit? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte meine Waffen durchswitchen, Leute. Nebenpunkte heute. Wir werden heute mal ein paar andere Jobs machen. Pfarrhaus läuft ja auch rum auf dem Server. Bin eigentlich noch kriminell. Ich glaube, brauchen wir noch mal kurz die Bank aus. Sind wir Bank und Feuerwehr? Auch mal was Witziges eigentlich. Okay, Leute. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Okay, erstes fahren wir einfach zu Crime Base, Leute. Das wäre, glaube ich, das Einfachste, damit wir unser Geld einsacken und einfach mal ein bisschen mehr in Emden machen können. Wir haben viel noch gar nicht gemacht. Oh no. Oh no. Oh no. Leute, ich habe einfach den Turbosprint angelegt und bin kurz zu Weg gespawnt gelaufen. Ich hab's irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass es bei dem auf jeden Fall geht. Mit dem ich vorne... Dafür muss das Auto natürlich kaputt sein. Das anschießt und dann kriegst du nochmal kurz Leben. Aber gut. Ich finde das Auto eh ein bisschen cooler zum Driften vor allem. Alles klar, Leute. Weiter geht's. Wir sind immer noch 5 Sterne. Wir wollten in diesen Wald hinein, genau. Denn wir wollen in die Crime Base. Und dann geht es bei... Oh. Holla. Irgendwo hier hinten war das, glaube ich, die Crime Base. Hä? Ah, ein kleiner Ministein. Super nervig. Sehe nix, sehe nix, sehe nix. Da ist die Crime Base. Perfecto, Mecto. Alles klar, ich bin sogar alleine, Leute. Perfekt. Super duper. Haben wir das für mich da gelassen? Nee. Ich hab da mal was reingelegt, Leute. Ich war mal so nett. Gut. Dann warten wir hier kurz. Und dann sehen wir uns oben wieder. In der Zeit mache ich mir ein paar Süßigkeiten. Easy, Leute. Ich bin gar nicht mehr kriminell, sehe ich gerade. Das heißt, die Crime Map ist weg. Wir haben Geld auf dem Konto. Und wir können weitermachen. Jetzt haben wir noch kurz Süßigkeiten ein. Ich habe jetzt 7000, Leute. Ich sehe das Auto irgendwie noch nicht in meinem Besitz sehen. Ich glaube, bis zum 25. hat man jetzt noch Zeit. Ja. Würde ich ganz schwer behaupten. Wird schwierig, 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 Leute. So, und weiter geht's. Und wir machen mal heute nicht Feuerwehr, sondern wir machen mal Polizei. Ich habe ja den KSK 9 Pass auch gekauft, aber glaube ich, erst einmal so richtig gespielt. Und das war auch auf der alten Map, also spielen wir es jetzt einmal richtig, richtig. Dafür müssen wir zur Polizei, die ist hier vorne. Schön reindriften in der 30er-Zone. Oh, weiß. Ha, right, the double police XP. Oh, cool. Dann lohnt sich das ja erst recht. Spielpass erforderlich. Start, Shift. Ich bin jetzt in der KSK-9-Einheit, Leute. Vehicles. Und hier Spinde. Hier, aber ich kann mal gutes RP machen. Schließfächer. Aha. Der Hermann. Bulletproof Vest. Ausrüsten. Achso, da gibt es mehrere. Ich nehme die. Dafür brauchen wir 4000 XP. Ja, das habe ich ja, ne? Kriegst dieses Outfit bereits? Ja. Ich kann da unten noch antworten. Meine G36 ausrüsten. Haben wir schon. MP5 ausrüsten. P99 ausrüsten. Flash Grenade. Wie geil. Handcuffs. Ballistisches Schild. GPS-Tool. Radar. Baton. V-Flashlight. Parachute. 500 XP, Leute. Je nachdem, wie schwer es ist, versuchen wir heute die 1000 natürlich noch ranzuholen. Gibt es noch irgendwas anderes? Nee, ne? Drohne. Drohne habe ich nicht. Munition nachfüllen. Machen wir nochmal. Ich muss eine... Ach, ich muss alle ausrüsten erst. Also das sieht eigentlich voll aus. Die sieht ein bisschen angebraucht aus, aber es könnte auch so aussehen. Zack, 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 zack. So, nice. Holen wir uns jetzt mein Auto. Was haben wir da? 500. Können wir den? Oder den? Können wir den spawnen?
Alles klar, Leute. Müssen wir hier unten kurz ein bisschen in der Anweisung switchen. Genau, so machen wir das mal. Okay, mein Auto ist das hier hinten. Das ist auch schon kaputt. Das heißt, wir können direkt einmal zum Days, Leute. Und dann geht es auch schon los. Ich glaube, dass sie... Kann man das auch so anmachen? Ging das so jetzt, oder... Ja, okay, ging auch so. Gut. Henry, du bist zu langsam. So, Leute, wir sehen uns beim Dase. Und Leute, da oben sehe ich auch, wir haben einen Raub. Oh. Goddammit. Hä, das Auto ist doch voll. Wieso hat das gequallt? Ein Bug? Gesundheit vom Auto steht da unten und nicht da oben. Das ist meine Gesundheit. Never mind. Ich schon sagen. Ist getäuscht worden. Easy Drift. Alter, der Wagen lässt sich auch geil driften. Lass ich durch. Lass ich durch. Aber er beschleunigt nicht so schnell. Das ist diese Driften ein bisschen schwer. Zack, ja, I got it. Kostenlos für Polizeibeamte. Viel. Posthorn wieder zugeht, bin ich wieder da. Bitte wieder auffahren, danke. Jetzt gucken wir uns mal den Raub an. Komme ich bestimmt schon viel zu spät, aber wir probieren es trotzdem einfach mal, Leute. Ich denke mal, das ist ja ähnlich wie in Hamburg mit dem Tasern festnehmen. Ich glaube, du kannst hier keinen Cuff-Rush machen. Das heißt, du kannst nur festnehmen, wenn jemand getasert ist. Eigentlich gut und schlecht, würde ich sagen. Wenn du einmal daneben getroffen hast und der Timer dann runterläuft, dann hast du einfach verloren. Das ist eigentlich die... Ja, das ist die Radarkontrolle, ne? Ja. Flashgranate, Schild, da haben wir ja auch noch sowas, stimmt. Machen wir mit dem Flashlight weg, was war das? S-Control. Die Waffe brauchen wir nicht, würde ich sagen. Flashlight, zack. Ja, alles andere sind situationsbedingt, Suche nach Signal. Was für ein Signal, Leute. Hier war ein Raub, hier war ein Raub. Sieht man auch in der Polizei-App. Polizei. Ja, sieht man. Du bist nicht kriminell. Kann man dich durchsuchen? Warum steigen sie bei mir ein? Was soll das denn werden hier? Fahrzeugplätze. Okay, easy. Selber ausgestiegen. Alles klar, Leute, wir gucken mal. Bei der Bank. Ich würde mal sagen, da muss ja auch irgendwas geben. Eventuell. Auf jeden Fall schon ein Polizeiauto. Das ist schon mal immer gut. Okay. Alles grün. Was hier unten abgeht. Keiner gewesen. Bisschen ein. Okay, war nix. Weiter geht's. Also wir sind zwei weitere Räuber in der Zeit passiert. Alle Einheiten. Oh, das war ich. Ich wusste nicht, dass ich den Alarm auslösen kann, Leute. Das war ich nicht. Okay, Leute, wir sind gleich da. Packstation. Raub an der Tankstelle. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Bin ich sicher. Easy. Aber kurz Luft. Haben wir den halt erledigt. Ich konnte wenigstens Stohlene einsammeln. Scheinbar. Kann ich dich dann noch tasern? Ja gut, schön für dich unter Wasser, aber es war unser erster krimineller Leute, den wir auch gekriegt haben. Willst du mir selber benutzen? Ja, ne? Was soll ich machen? Hat er halt Glück gehabt. Jemand ist mit seinem Auto, glaube ich, gerade abgehauen. Jetzt guckt. Ein Auto einfach geklaut worden. No way. Ich weiß nicht, ob er da immer noch liegt.
Okay, Leute. 1000 XP müssen langsam mal drin sein hier. Neue Packstation, Leute. Wir rasen hin. Geben Vollgas. Wieder eine Tankstelle, Leute. Oh. Da kann nicht mehr viel gewesen sein. Ich musste 1,2 Kilometer fahren, als ob er alles in der Zeit ganze Dingkorps genommen hat. Heftig. Oh. Das sieht nach den aus, die ich suche. Perfekt. Oh Mann, der Güte, ey. Idee. Oh, nice. Fesseln. Buja, Schakalaka. Ich hab meinen ersten Gefangenen. Oh, nice, Leute. Nice. Ein erster Gefangener in der Emden V2 als KSK-9-Einheit. Geil, Leute. Gesehen, reagiert, geschossen, Leute. Bam. Erst mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Das Gefängnis war so weit außerhalb, glaube ich. Okay, wir sind aber auch recht weit außerhalb gewesen, scheinbar. Zack, 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 zack. Ach, ich hätte mir gar nicht das mal im Gefängnis markiert. Goddammit, da ist das Gefängnis. Okay, habe ich irgendwo eine Zeit? Nee, ne? Auf noch Unterstützung? Nee. Unterstützung brauche ich nicht. So, Leute. Das erste Mal, dass wir das hier auch richtig sehen. Geil. Aus. Cool, Gefängnis. Wenn wir hier durch die Tür. Und dann bist du weg. 80 XP und 200 Dollar erhalten. Gucken wir uns das mal kurz an. Was ist er denn? Den doch jetzt auch wieder freilassen, oder? Weißt du, in welcher Zelle die sind immer? Oder ist das immer unterschiedlich? Okay. Und ich freischalten? Aber hier ist keiner. Find dich! Find dich, Bratan! Durch einen besonderen Bratan. Den habe ich bisher aber noch nicht finden. Ja. Oben gab es keine, die ich aufmachen konnte. Wie schade. Das muss man eigentlich auch abschließen, guck mal. Aber ich wollte dem Bratan helfen, den ich eingebuchtet habe, aber es war ja nicht er. Na gut. Öffnet sich eigentlich alles am wenigsten? Ja, gut. Der erste Gefangene, Leute. Leute, direkt wieder wird eine Packstation ausgeräumt. Wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, dann... Wie kriegen wir, Leute? Den kriegen wir. Oh nice, ein Reifen kaputt geschossen. Zwei Reifen, glaube ich, jetzt schon. Zack, den nächsten Reifen. Alter Leute, das ist doch mal eine geile Verfolgungsjagd. Dann hier klappt das auch. Wieso ist das Auto immer noch schneller als meins? Das kann nicht sein, das macht keinen Sinn. Geil, Leute. Irgendwie feiere ich so eine Verfolgungsjagd viel mehr als in Hamburg, ey. Kannst du aus dem Auto einfach schießen? Wie geil ist das denn? 100 Kugeln sogar noch.
Bin noch so abgesichert. Irgendwer muss sein Auto nachgeben. Verfolg ihn, Leute. Irgendwann gibt sein Auto nach. Glaubt mir. Habt Vertrauen. Aua. Er hat aber auch einen Unfall gebaut. Oh mein Gott. Au! Oh! Er hat einfach eine Waffe. Wieso konnte ich ihn denn nicht anschießen? Ich habe ihn ja versucht an... Ach so, er muss ihn in der Hand haben wahrscheinlich, ne? Gut geplayt, Leute. Gut geplayt. Okay, wir sehen uns dann im Krankenhaus. Und da bin ich auch schon. Da bin ich auch schon. Man verliert wenigstens. Ah ne, ich bin nicht im Krankenhaus. Ich bin in unserem Krankenhaus. Check. Die Kills. Im Besitz. Oh, ich habe neues Auto. Ah, da hinten. Ich schon sagen. Wo denn jetzt? Easy. Weg. Okay, Leute, kriegen wir den nochmal? Wenn ich nächstes Mal aber besser gewappnet, bereite ich mich besser vor. Leute, die Bank wird ausgeraubt. Hier habe ich darüber keine Meldung gekriegt. Hier, die kommen hier nicht raus, wenn hier welche drin sind. Da sehe ich jetzt direkt keinen. Aufgehalten worden. Okay. Doch alles voll. Vielleicht traut sich der ein oder andere hier rein, Leute. Vielleicht kriegen wir das auch so hin. Ich glaube, es könnte jemand kommen, Leute. Haube. Höre Schritte. Aber oben abgeschlossen, falls ich ja dachte, dass jemand hier reinkommt. Ich glaube, hier kommt jemand. Wieso Baba, wenn ich den erwische? Hört jemand wieder weg. Oben ist auch alles wieder zu. 3 Polizeibeamte einfach nur gewesen. Mann, okay, Leute. Das war meine erste Folge als Notruf. KSK 9 Einheit in der V2 mit. Mir hat das sogar irgendwie richtig Spaß gemacht. Ich denke mal, ich werde das weiterführen. Was hier vorne ist? Das ist vorne ist ja noch so ein Steg. Hier war ich ja noch nie. Cool. Kann man denn hier ein Boot spawnen oder sowas, Leute? Auf jeden Fall. Checkt unbedingt die Beschreibung aus. Da findet ihr meinen Discord-Kanal und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den nächsten 2 Videos. Ciao, ciao.